Und jetzt möchte ich mit Alexander Stevens sprechen. Er ist Rechtsanwalt und hat sich auf das Sexualstrafrecht spezialisiert. Herr Stevens, schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Stevens, warum haben Sie sich ausgerechnet das Sexualstrafrecht ausgesucht? Warum verteidigen Sie solche Sexualstraftäter? Ja, zum einen bin ich der Meinung, dass man hier nicht differenzieren kann als Strafverteidiger, wem man verteidigt. Ja, egal ob Opfer als auch Täter hat ein Recht auf die bestmögliche Verteidigung. Das ist in einem Rechtsstaat nun mal so. Und zum anderen darf man auch nicht vergessen, so dramatisch und tragisch diese Fälle jetzt sind, die hier zutage getreten sind. Es gibt leider sehr, sehr viele Trittbrettfahrer in dem Bereich. Es gibt verschiedene Statistiken, die bis zu 50% an Falschanzeigen ausgehen. Das ist immer dann der Fall, wenn es bei Scheidungskriegen und Familienstreitigkeiten zu Problemen kommt, man meistens Männer falsch verdächtigt und und dann eben die Leidtragenden so oder so die Kinder sind. Aber in einem so schweren Fall, wie wir gerade gehört haben, was macht das mit Ihnen persönlich? Wie gehen Sie mit solchen Fällen um? Naja, es ist immer eine Gratwanderung. Zum einen muss man sagen, dass es im Sexualstrafrecht, das sittlich und moralisch auf tiefster Stufe steht, nie so etwas wie ein Geständnis gibt. Das ist ganz, ganz selten. Das heißt, Sie wissen als Strafverteidiger oft überhaupt nicht, sagt jetzt dieser Mann die Wahrheit, ist das so passiert oder spielen da andere Gründe eine Rolle? In dem Fall scheint es ja doch relativ offensichtlich zu sein, wenngleich auch hier natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Nichtsdestotrotz muss man da ganz klar sagen, das geht auch einem als Verteidiger nahe. Also wenn Sie felsenfest von der Schuld Ihres Mandanten überzeugt sind, ist das schon sehr schwierig. Empfinden Sie dann Abscheu oder empfinden Sie vielleicht auch Empathie oder Sympathie? Ja, also Empathie kann man mit jemandem, den man für schuldig hält, sicherlich nicht mehr empfinden, vor allem nicht bei so schrecklichen Taten. Nichtsdestotrotz ist es mein Job, man muss sich da auch ein Stück weit distanzieren. Und da geht es mir wahrscheinlich wie vielen anderen auch, die diesen Job machen, auch auf der anderen Seite. Ja, man muss ja an die Kriminalkommissare denken, die auch diese vielen Daten auswerten müssen, die Staatsanwälte und die Richter und eben aber auch die Strafverteidiger. Wir alle müssen uns da distanzieren und müssen da einfach unseren Job machen, so hart das jetzt klingt. Zeigen diese Täter denn bestimmte Muster? Kann man sie irgendwie erkennen? Nein, das ist ganz schwierig. Also man kann vielleicht feststellen, das sage ich aber jetzt nicht aus einer empirischen Studie heraus, sondern einfach aus 10 Jahren Erfahrung, dass gerade beim sexuellen Missbrauch von Jungen es ganz oft der Fall ist, dass sich die Täter in einem gewissen Milieu bewegen. Oftmals sind es Ausbilder, Trainer, Erzieher und so weiter. Also sie zeigen keine Verhaltensmuster in dem Sinne, sondern eher berufliche Muster, ohne aber da jetzt konkret allen Erziehern dazu nahe zu treten. Aber es ist leider so, da wo sie einen Fußballverein mit lauter Jungs haben, ein Jungeninternat und so weiter, man kennt ja die Fälle, da ist quasi ein Magnet gegeben für Pädophile. Finden Sie denn auch, dass wir härtere Strafen brauchen? Nein, da bin ich tatsächlich entschieden dagegen, denn hier wird immer sehr gern von der Politik polarisiert. Wir haben für den sexuellen Missbrauch von Kindern die härteste Strafe, die es gibt. Das sind bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe. Denken Sie an den Mörder, der kriegt zwar lebenslänglich, aber in der Regel nach 15 Jahren Bewährung. Also Sie sind da auf ähnlichen Stufen. Sie können höchstens von der Justiz fordern, dass Sie härter urteilen. Aber auch da kann ich Ihnen aus der Erfahrung sagen, wenn Sie einen Richter haben, der selbst Kinder hat, der wird keinen Sexualstraftäter und erst recht niemand, der Kinder schwer sexuell missbraucht, irgendwie lapidar davonkommen lassen. Die Strafen, vor allem jetzt auch durch die weitere Aufklärung, die befinden sich alle jenseits der 10 Jahre. Aber wie kann es sein, wenn Sie sagen, kein Richter wird jemanden lapidar davonkommen lassen? Wie kann es dann zu so einem Fall kommen? Er war ja schon vorbestraft wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern und das mit nur 17 Jahren. Ja, da muss man leider oder vielleicht auch Gott sei Dank differenzieren. Es macht natürlich einen Unterschied, ob Sie als Minderjähriger eine Straftat begehen oder als Volljähriger. Das wird auch sicherlich, ohne die Akten jetzt zu kennen, hier der Grund gewesen sein. Sie können einen unter 18-Jährigen nur sehr schwer des schweren sexuellen Missbrauchs verurteilen, denn da gibt es eine Regelung, die besagt, dass Kinder bis zu einem Alter oder Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren ja selbst noch nicht sexuell so ausgereift sind, dass sie das Ganze auch verstehen und bestraft die dann entsprechend milder. Nichtsdestotrotz kann man auch da bis zu 10 Jahren Haft bekommen. Aber ist das System dann nicht falsch? Also, dass man schon so früh vielleicht sogar schon so Neigung erkennt und dann nicht entschieden gehandelt wird?
Naja, gerade in der Entwicklungsphase der Jugendlichen ist es sehr, sehr schwierig, das zu erkennen und nicht doch darauf zu hoffen, dass sich vielleicht da, gerade bei den Jugendlichen, da eine geistige Reife entwickelt, dass das natürlich Straftaten sind, die auf sittlich tiefster Stufe stehen und in der Hoffnung, dass das nicht wieder passiert. Aber da geraten Strafrichter, Staatsanwälte, aber auch die psychiatrischen Sachverständigen einfach an ihre Grenzen, vor allem dann, wenn solche Straftaten im Jugendalter begangen werden, was keine Seltenheit ist. Dankeschön, Herr Stevens, für das Gespräch.